malerische Fjorde, atemberaubende Landschaften und ganz besonderes Licht. Dank digitaler Farbkorrektur. Am letzten Septemberwochenende bin ich durch den Süden von Norwegen gereist und wollte euch heute eigentlich zeigen, was ich da so alles gesehen habe. Leider kamen mir aber andere Verpflichtungen dazwischen und deshalb ist das hier nur so eine Art Vorschau. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaut nochmal in 2 Wochen auf diesem Kanal vorbei. Ich hätte heute ein nettes Urlaubshümpchen fertig haben können, aber der Sinn des Videos war, dieses tolle Gefühl mit euch zu teilen, was ich auf der Reise hatte. Wenn ich es nicht schaffe, das zu vermitteln, brauche ich das Video gar nicht erst hochladen. Lieber nehme ich mir die Zeit, die nötig ist, um es so hinzukriegen, wie ich es mir vorstelle. Und deshalb bekommt ihr heute als Ersatz den aktuellen Stand der Dinge. Ja, okay. Stand der Dinge also. Der aktuelle Stand ist, es ist Samstagabend, 23.51 Uhr und ich sollte jetzt definitiv im Bett sein und ich bin nicht im Bett, weil ich schlau bin wie Scheiße und ich war gestern und heute auf Reisen, bin über sehr, sehr schöne Talbrücken gefahren und jetzt werde ich heute Nacht gleich wieder aufbrechen auf die nächste Reise und dann bin ich ungefähr eine Woche weg. Und mit ganz, ganz viel Glück kriege ich dann aber in der Woche danach das Video fertig geschnitten und dann bekommt ihr womöglich in 2 Wochen ein sehr viel besser gelauntes und total episches und schönes Video mit irgendwie schöneren Aufnahmen als nur mich vor der Wand. Bis dahin, die letzten 2 Wochen, die war ich beschäftigt mit Komponieren. Statt mit Videoschneiden, was ich eigentlich wollte für heute, was damit zusammenhängt, dass ich euch ja, ich habe euch ja vor 2 Monaten mal erzählt von diesem Film, für den ich eine Musik schreiben darf. Dieser Film hatte eine Deadline und die war jetzt und das kam ziemlich unerwartet, weil mir der Regisseur das vorher nicht so konkret gesagt hatte. Und das heißt, ich konnte einfach wirklich nicht dieses Video machen, sondern musste mich voll in diese Musik reinhängen. Das war aber auch an sich gut, weil die ist jetzt abgeschlossen und ich bin wahnsinnig zufrieden und es wurde richtig echt offiziell abgenommen vom Regisseur und abgesegnet und das heißt, ich habe jetzt richtig echt eine Filmmusik gemacht für einen Film, für einen Spielfilm und der wird, wenn alles gut läuft, sogar in Kinos laufen und auf Festivals gezeigt werden und ach, das ist irgendwie, ich kann es immer noch nicht fassen, aber ja. Ich schätze, davon werdet ihr wohl lange noch nichts hören, weil ich darf sie nicht veröffentlichen, bevor der Film draußen ist. Und ich fahre gerade schon voll gegen die Wand. Und das ist ein sicheres Zeichen, dass ich jetzt definitiv das Video beenden sollte. Und ja, wünsche euch vielleicht irgendwie noch viel Spaß bei so ein paar Rausschmeißeraufnahmen. Und keine Ahnung, wenn ihr jetzt was Schönes sehen wollt, dann klickt doch einfach auf ein paar meiner alten Videos oder so. Ich mache jetzt aus. Gute Nacht. Schlaf einfach auch. Das ist immer eine gute Idee.